Ja, hallo Freunde, willkommen zum ersten Sonntag im Mai. Neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es eine Bacon-Lasagne, obwohl wir während des Films, was ihr noch sehen werdet, immer drüber gesprochen haben. Vielleicht ist es ja auch ein Bacon-Kuchen oder Bacon-Cake, wie man ihn dann nennt. Nein, es wird eigentlich wie eine Lasagne gemacht, werdet ihr noch sehen. Deswegen sind wir bei unserem ursprünglichen Titel geblieben. Ja, das Rezept haben wir am Freitag schon gemacht. Deswegen gibt es heute keinen Abspann. Waren am Wochenende ziemlich eingespannt. Aber ich kann euch sagen, probiert das Ding unbedingt aus. Es ist der Hammer. Probiert's wirklich. Wer auf Bacon steht, sowieso. Die anderen probieren es einfach so aus. Ja, wenn es euch dann gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo freuen wir uns natürlich immer wieder. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund. Kühnes Kochkanal. Das sind die Zutaten für unsere Bacon-Lasagne. Hier haben wir Rinderhackfleisch, das sind 400 Gramm. Dann haben wir Bacon, da werden wir ein bisschen mehr benötigen als in der Packung drin ist. Müssen wir mal gucken, wie groß die Form wird. Genau, aber ich denke 250 bis 300 Gramm werden wir brauchen. Also mindestens 300 Gramm. Gut. Deswegen ist es ja eine Bacon-Lasagne. Weiter. Okay, dann haben wir hier geriebene Mozzarella. Wir brauchen ca. 300 Milliliter Milch. Oregano, da brauchen Sorry, wir... Sorry, da waren meine Finger dazwischen. Das ist nicht so schlimm. Oregano brauchen wir ca. einen Teelöffel. Daneben haben wir eine gehackte Zwiebel, sind zwei Teelöffel Tomatenmark, 30 Gramm Butter, 30 Gramm Mehl. Hier haben wir zwei gehackte Knoblauchzehen. Und das da? Das ist eine Muskatnuss. Die wird reingerieben. Ja, dazu brauchen wir gehackte Tomaten. Das sind 400 Gramm. Ja, Lasagneblätter natürlich. Salz, Pfeffer zum Abschmecken. Und ein bisschen Zucker. Genau, den Zucker brauchen wir auch noch. So, haben wir ja was vergessen? Denke nicht. Ich glaube nicht. Aber wer weiß, bei Kühnesten. Ja. Und wenn was fehlt, schaut einfach in die Infobox. Wir fangen jetzt an. In unserer Pfanne haben wir, natürlich wieder vergessen, 2 Esslöffel Rapsöl erhitzt. Da kommt nun unser Rinder mit rein. Das braten wir nun bröselig an. Sagt man das so? Na, wir braten es an. Krümelig, bröselig, jeder sagt was anderes dazu. Ne? Genau, wird ein bisschen dauern und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. So, unser Mett ist nun genug krümelig. Jetzt kommen unsere Zwiebel kommt dazu. Die beiden Knoblauchzehen. Die können wir kurz mit anbraten oder anspitzen. Das Tomatenmark aus. Ja, das kann eigentlich auch gleich mit rein. Genau. Am nächsten Mal legen wir die Tube wieder hin, das geht besser rauszudrücken. Und Oregano kannst du auch schon rein tun. Genau, so. Das soll ungefähr ein Teelöffel werden. So. Ja, dann kann man wieder machen. Das ist ein guter Teelöffel. Ach, so geht's. Egal. Das ist gut. Genau. Ja, ein bisschen kannst du noch anschwitzen und dann melden wir uns wieder. Nun gebe ich noch unsere gestückelten Tomaten dazu. Moment mal, ich spüle mal ganz kurz die Dose aus. Die Dose aus mit ganz bisschen Wasser. Sehr wenig, aber ziemlich sauber. So, das Unterrühren. Und nun würze ich das Ganze mit einem Teelöffel Zucker. So ein Schwups. Ein Schwups. Ein Schwups. Salz.
Gut, gut, gut. Glaube ich, ne? Und Pfeffer. Aber um das nochmal aufzugreifen, ich werde in der Infobox mal eigentlich schreiben, ein Schwups Zucker. Ich möchte mal wissen, wie viele Kommentare kommen, was ist ein Schwups? Ein Schwups Zucker. Bakune kocht halt so. Ja, ein Schwups. So, das Ganze darf nun 5 Minuten köcheln. Und dann sehen wir uns wieder. Genau. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ah, das sieht doch besser aus. In einem Topf haben wir nun unsere Butter erhitzt, die 30 Gramm. Nun gebe ich die 30 Gramm Mehl dazu. Oh, yo, ein super Topf hier. Hätte ich mal meinen hier genommen aus der Küche. Oh, Herr Kühne. Ja, der wird von... Ist auch wurscht. So, jetzt aber schnell. So, und da kommt nun, das Ganze wird mit Milch abgelöscht. Naja, normale Mehlschwitze halt. Es wird eine Bechamel. Ist das eine Mehlschwitze? Entschuldigung. Das Ganze lassen wir aufkochen. So ein bisschen höher drin und den anderen Ring vielleicht ausschalten. Welchen anderen Ring? Ja, stimmt, hast du recht. Ich passe ab und zu mal ein bisschen auf. In der Küche, wow. So, wir lassen die ganze Sache jetzt aufkochen und dann sehen wir uns zum Würzen wieder. Nee, stopp. Nicht zum Würzen, danach muss die andere Milch noch rein. Wir haben 300 Milliliter Milch. Ich habe ja nur die Hälfte reingegeben. Aber ja, ihr wisst, wie das geht. Die Milch kommt noch dazu, unsere Soße wird sämig und dann sehen wir uns wieder. Unsere Soße ist dick geworden. Wir reiben ein bisschen Muskatnuss rein. So, streichen. Würzen mit Pfeffer. Sollte reichen. Und mit Salz. Sollte auch reichen. Das Ganze wird untergerührt. Oh ja. Leute, das Werkzeug... Ach nee, vergesst es einfach hier. Ja, den Topf kriegst du auch nie wieder. Nee, ich brauch den nicht mehr. Ich muss zupacken können. Ja, ja. Ja, ja. So. Komm, ich schmecke jetzt nochmal ganz kurz. Also ich hatte nie Probleme mit dem Topf. Ach du. Ist okay. Die stellen wir nun beiseite und dann geht es gleich weiter. Wir haben hier eine Kastenkuchenform, eine 26er. Da lege ich nun unseren Bacon rein. Der soll überlappend reingelegt werden und ungefähr hier am Rand, ihr seht das, mit meiner, Entschuldigung, ja, mit meiner rosa Mädchenbackform, dass der Bacon ungefähr zur Hälfte rausguckt. Das ist hinterher, um den dann oben drüber zu klappen. Ja, ich mache jetzt hier weiter bei dem Geschmatter. Und dann seht ihr es nachher, wenn ich fertig bin. Genau. Also los geht's, Anne. Ich mach schon. So, wie ihr seht, habe ich schon unten eine Lage Lasagneplatten reingelegt. Die musste ich ein bisschen kleiner brechen, hier am Rand. Und ich habe halt anderthalb unten reingelegt. Nun verteile ich so ein Drittel der Mehlschwitzsoße. Bäckermehl. Hier unten. Dann kommt etwas von der Tomatenhackmasse drauf. Ich denke, so die Hälfte kann drauf. Drei Schichten soll es geben. Ja. Ein bisschen noch. Da hinten in die Ecke. Nun folgt wieder Lasagneplatte. Lassen die jetzt schon ganz rein. Sehr schön. Das mache ich mir auch wieder ein bisschen kleiner.
So. Dann folgt wieder ein Drittel der Soße. Der Rest von der Hackmasse. Ja, und dann geht es mit Lasagneplatten weiter. Aber dann sehen wir uns gleich. Ja, etc., etc., etc. Ihr Lieben, Kühnes machen hier echt nur Mist. Den Käse haben wir vergessen. Das heißt, die untere Schicht hat leider keinen abgekriegt. Da solltet ihr aber welchen reinmachen. Wir machen das jetzt so. Warte, ich muss aber hier von der Hackmasse noch mal was ein bisschen zwischen machen. Ja, machst du halt ein bisschen mehr Käse zwischen den Schichten und dann ist gut. Naja, ich denke wohl auch. Ne? Das wird schon passen. Noch mal ein bisschen dann so den Hack drüber. Ja. So. So. Und jetzt mache ich noch mal Hack drüber. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr klar. Ja, das ist wieder Frau Kühne live. Ja, und deswegen melden wir uns gleich wieder, bis sie sich beruhigt hat. So, mein Missgeschick überspielt. Nun kommt die letzte Lage mit den Lasagneplatten. So. Die Mehlsoße der Rest. So. Na, Platte bleibt liegen, vernünftig. Ein bisschen Soße haben wir noch. Ja, weg damit. Was weg damit? Wird gebraucht. So. Soße ist überall drüber. Nun kommt mein Käse noch. So. Ach, den kriegen wir auch da noch voll. Mit Sicherheit. Gut. So. Schon runterlaufen. Oh Mann. Naja. So. Das war's. So. Und nun wird darüber unser Bacon geklappt. Ich mache mal erstmal die Enden. So. Und dann so. Hm. Sieht gut aus. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie wir uns das denken. Zack. Bloß ich würde nicht das Ding gar nicht Bacon Lasagne nennen, sondern Bacon Kuchen. Wie du das Ding nennst, ist mir sowas von. Ich hoffe, es schmeckt. Da bin ich ja ganz toll gespannt. Ich auch. So, ihr Lieben. Bei 180 Grad Umluft geht es nun für ca. 40 Minuten in den Backofen. Ja, wenn wir so weit sind, melden wir uns natürlich wieder. Na aber. Schaut mal, wie das blubbert. Naja gut, jetzt haben wir die Ofentür auf. Und meine Hände werden langsam heiß. Dann hören wir jetzt auf. Bis gleich. So, wir haben unsere Lasagne aus der Form gestürzt. Ich würde eher sagen, den Kuchen. Ach, Mensch, nur weil es eine Kuchenform ist. So, nicht so ganz mit der Gabel alles zerstören. Moment, ich mache, glaube ich, mal ein Scheibchen. Ich kann das jetzt nicht wegziehen, Helmut, aber ich kann es vielleicht mit dem Messer hochheben. Wow! Ey, ist das Hammer! Ich bin so gespannt, wie die schmeckt. Auch wenn in der unteren Schicht der Käse fehlt. Ich glaube, das macht den ganzen keinen Abbruch. Wir werden jetzt auf jeden Fall essen. Genau. Kühnes Kochkanal.